Das größte Abenteuer im Leben ist es für mich, mich selbst zu entdecken. Die Gefühle, die Gedanken, all die inneren Teile, all das, was zusammenhängt, all die Erwartungen und Hoffnungen und Sehnsüchte und alles das ist Abenteuerleben. Und wenn du dich erinnerst nochmal an deine Meditation, wo du das sozusagen auch empfangen hast, dass die Lichtkinder jetzt auf die Welt wollen, könntest du das jetzt so in zwei, drei Sätze so erzählen? Ich saß einfach da und habe in der Stille gelauscht. Ja. Ja, und plötzlich hat sich tatsächlich hier aus meinem Herz was ausgebreitet. Da kam so viel Freude. Und ich dachte noch, oh, kommt denn da für ein schönes Gefühl? Oh, das wurde immer größer und da war so viel Liebe dabei und so viel Helligkeit und Licht und Freude. Und ich dachte noch so, wow, oh, fühlt sich das schön an. Das ist ja so ein schönes Geschenk und habe mich noch bedankt bei meinen Engeln und bei meiner Seele. Und plötzlich kam wirklich, als ob da ein Satz vom Himmel runterfällt. So, jetzt bitte ein Lichtkind-Kartenset. Das Nee, echt nicht. Dieser Impuls kam in dieser Meditation. Das war in den ersten Januartagen. Ja. Ich habe das auch so noch nicht erlebt, weil ich habe schon viele Ideen gehabt und die dann auch umgesetzt. So manche sind so weggeplätschert und ne, wieder vergessen worden. Aber diesmal war das komplett anders, weil das so von innen, also richtig gedrückt hat, dass es wirklich, das wollte raus. Ja. Und ich meine, wir haben das Projekt ja in relativ kurzer Zeit auf die Welt gebracht. Ne? Umgesetzt, ja. Ich weiß noch, wie ich da saß. Ich hatte mir einen ganz großen Zeichenblock genommen und dann ging es los. Dann wollte ich ein Kind malen. Es war so daneben. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Ich habe an den Proportionen rumgemacht. Ich habe, also es stimmte hinten und vorne nichts. Und ich dachte immer, nee, siehst du kannst nicht malen. Ja, so. Und dann habe ich mal durchgeatmet und dachte, okay, worum geht's denn hier überhaupt? Das sind doch jetzt meine inneren Lichtkinder. Die wollen in die Welt, um bei anderen Menschen auch die Lichtkinder anzustupsen und zu sagen, hey, wir sind da. Und dann habe ich eine kleine Meditation gemacht und habe mich so auf diese, ja, auf diese Leichtigkeit, auf diese Freude, auf diese Spielerische so ein bisschen eingeschwungen und dachte so, meine Lichtkinder, ihr malt jetzt die Bilder. Wow. Und ruckzuck war das ganze Bild voll mit Figuren in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Ausdrücken. Und das ging ruckzuck. Das waren vielleicht 5 Minuten, da war das ganze Blatt voll. Ja. Und dann habe ich praktisch darüber meinen Schattenkindern gezeigt, hey, das, was ihr macht, ist total richtig. Und niemand muss darum meckern. Nee, weil wir sind vollkommen und so wie es entsteht, das ist meine Vollkommenheit. Und so wie ich authentisch bin und nur dann ist es echt. Ja, und genau das hat es ja auch gebraucht, irgendwo gerade bei dem Herzprojekt. Also da kann ich nicht irgendwie künstlich irgendwelche Figuren erfinden, sondern das war wirklich so der Durchfluss, ne? Dieses Durchfließen. Ja. Also war das für dich so die größte Herausforderung bei dem Projekt? Den Verstand sozusagen auch so vorzulassen. Also das Tolle war, dass es mich darüber noch mehr in die Hingabe geführt hat. Zu merken, wenn ich wirklich mein Wollen loslasse, ich habe eine Ausrichtung und ich möchte jetzt Kinder malen. So. Und ich gehe aber dann in die Hingabe und sage, okay, also mein Verstand denkt, ich kann es nicht, aber ich weiß, da will was durch mich durch. Und dann einfach mal kritzeln. Und ich dachte auch, ja, dann kritzle ich halt 100 Bilder voll. Und dann so habe ich gemerkt, wie mich dieses ganze Projekt immer mehr auch so in die Hingabe gegeben hat und darüber auch so in die Demut, was wir wirklich erschaffen können. Und das hat jetzt, also nicht nur in diesem kreativen Bereich, also wir können ja wirklich alles erschaffen. Ne? Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Und das war auch für mich ein ganz, ganz großer Lernprozess und ein ganz großer Wachstumsschritt. Ich habe wirklich gelernt, noch mehr zu mir selbst zu stehen und auch das wirklich sagen zu können, so wie jetzt hier, ne, kann ich sagen, ja, ich bin vollkommen.
Und es fühlt sich sowas von fantastisch an, so echt zu sein. Und gleichzeitig habe ich hier alle meine Schattenkinder im Arm und alle meine Lichtkinder. Und ich weiß, selbst wenn das jetzt jemand nicht gefallen sollte, macht es nichts mit mir, weil es mein Ausdruck ist. So wichtig auch, und ich glaube, genau das war es, auch dieses Fundament zu bauen, sozusagen über diese Lichtkind-Energie, das in dir auch so zu stärken und diese Kraft. Ja. Es ging dann eben auch um Sichtbarkeit, oder? Das darf man auch so sagen, eben, ne, diese, wie du auch sagst, wenn ich mich vollkommen fühle, dann kann, dort drauf kann ich aufbauen, dort drauf kann ich auch mal Angebote dann präsentieren und sage, ja. Also das bin ich, das mache ich, das kann ich dir jetzt wieder schenken, Haben, oder? oder Das kann hat ich sich mich? alles total verändert. Das Ja. finde ich so spannend, ach, vor allem bei dir wirklich zu sehen, dass wenn man seiner inneren Führung wirklich folgt, ja, dass man sich dann überhaupt keine Gedanken machen muss, braucht, wie auch immer, oder? Absolut. Sich nur wirklich hinzugeben und zu Ja. tun. Höre, nicht das bloß, ne, wahrzunehmen, sondern das auch zu tun. Man Ja. hätte jetzt auch sagen, okay, ach gut, ne, wenn das so ist, ja, dann mache ich doch erst das oder so, aber nee, du hast du total darauf vertraut, auf deine innere Stimme. Und das finde ich total bewundernswert auch. Ja, ich habe dich da ja auch ein bisschen mit überrumpelt, ne? Ich habe dich da so irgendwie so, das fühlte sich so an, wie eingefangen, mit ins Boot gesetzt. So, nein, jetzt fahren wir da mal entlang. Komm. Ja, weil es war auch schön. Ich habe es auch sofort dann, wie die ersten Bilder dann auch gezeigt hast und Dinge, da war ich auch sofort on fire sozusagen. Also es war wirklich, und ich darf auch sagen, es hat auch was mit mir natürlich gemacht. Ne? Deswegen, wenn man auch so sagt, es ist natürlich auch ein gemeinsames Projekt dann geworden, weil wenn man das dann in Arbeit holt, sage ich mal, die Texte fließen, die Bilder werden digitalisiert. Das macht ja auch ganz viel mit mir. Und es hat auch in mir so dieses, ja, diese kindliche Freude einfach, dieses Spielerische. Also wenn ich dann, wie ich dann die Kinder auf der Schaukel sehe, aber, oder auf diesem Spielreck mit der, also mit über Kopf und so, dass das dann wieder in einem so geweckt ist, so diese kindliche Energie und diese Lichtkind-Energie, auch in mir sofort, ja, sofort erwacht ist, möchte ich mal sagen. Und so, dass es ein anderer auch ganz toll gewirkt hat, so bei mir. Auch die Texte dazu, diese Inspirationen dazu. Und natürlich auch, und das fand ich auch so toll, dass du dich so auch drauf eingelassen hast, sage ich schon mal, auch die Meditationen noch dazu zu sprechen. Das war ja dann auch nochmal so eine Idee, die aufgekommen ist. Also das Ganze ist dann immer so rund Sagen, oder? geworden. Die So dass Lichtkind-Energie, die potenziert sich da durch Text, Bild und auch noch durch Audio. ja, und das ist auch nicht zu unterschätzen. Und dieses Kartenset macht wirklich was, wenn man sich natürlich darauf einlässt. Das ist die Voraussetzung. Und ich habe das auch so, oder ich empfinde das auch so, dass diese kindlichen Bilder, die sprechen genau das Lichtkind, diesen Anteil in uns an. Und die Texte sprechen dann wiederum auch den Verstand mit an. Es gibt ja auch immer Fragen dazu. Also der Verstand darf ja auch gerne mal in neuen Richtungen überlegen. Ja, und die Meditationen, die, also finde ich, die tun einfach gut, die gehen ins Herz und die machen natürlich auch was. Und das, wie du sagst, das hatte ich ja so gar nicht geplant, ne? Das ist alles im Zuge dessen, kam immer eins zum anderen dazu. Das war so schön, das zu erleben, ne? Und wieder das, wenn ich mich dem hingebe, dann gibt der Himmel alles dazu, was gebraucht wird. Ein reicher Werden, wenn man einen Gesprächspartner hat, wo das dann plötzlich fließt, da ist man so verbunden und auf so einer Ebene und dann ergibt eins das andere und das ist wie so ein munterer Bach, der da so vor sich hinfließt und das macht so viel Freude und was ist alles auch aus unseren Gesprächen entstanden, ne? Wenn wir uns zwischendurch getroffen haben und haben überlegt und nochmal angeguckt und hin und her und da ist noch so viel entstanden, einfach durch den Austausch Das mit stimmt. jemand anderem, beziehungsweise mit dir. Ja, das Deswegen stimmt. wusste ich sofort von Anfang an, du bist die Einzige für dieses Projekt, die einzig Richtige. Da danke ich da echt Also dafür. so, wenn ich Auch oft wenn das sage, war. lass dein Licht leuchten, ja, dann wurde mir bewusst, hey, das ist ja dieser Anteil. Ja. Und dann wurde, kam mir so viel Erinnerung in den Sinn aus meinem Leben,
wo genau dieser Lichtanteil mich immer weitergebracht hat und der hatte mich nie verlassen. Nur ich war halt manchmal nicht verfügbar. Ja? Mein Herz war zu. Und das ist so eine Herzöffnung. Und gleichzeitig, wenn wir unser Herz öffnen, dann ist es die Pforte, die Tür steht offen für die lichtvolle geistige Welt. Und wir kommunizieren dann genau auf dieser Ebene. Und die Freude ist einfach der Türöffner. Auch schon fast, kann man sagen, zu dem Titel, ne? Seelenlicht und Zauberfreude, ja. Oder? Genau, das drückt es jetzt auch aus, dieses Seelenlicht, das innere Licht und die ja. Zauberfreude, damit zu zaubern, also was hervorzuzaubern, sage ich schon mal, oder? Das ist, und das sind solche kostbaren Momente und das kann ich echt wirklich nur allen empfehlen, sich darauf einzulassen. Das ist so ein Geschenk, das wir uns selbst machen können. So dieses Wunder, das ich selber bin, tatsächlich mal zu entdecken. Und da gibt es viel zu entdecken. Und jeden Tag gibt es viel zu entdecken. Immer wieder und immer, immer mehr, immer anders. Und das ist ganz, ganz Genau wunderschön. So. Und deswegen sind es auch 33 Karten, ne? die du gemalt hast für mehr Herzensliebe. Und eben genau, um auch das zu entdecken, das Seelenpotenzial, das in uns ist. Und jede einzelne Karte hat sozusagen auch so ein, ich sage mal, der Titel kann man jetzt nicht sagen, so Hauptwort vielleicht. Und dann gibt es auch noch so Unerwartete, gell? Die das eben noch ein bisschen so beschreiben, vielleicht auch immer so drei Impulse schon einmal auf der Karte. Auch, find also ich mache das immer so, dass ich, wenn ich das Bedürfnis habe, bräuchte jetzt mal einen Hinweis, der mir weiterhilft. Ja, dann schenke ich mir ein paar Atemzüge. Also ich komme auch wirklich bei mir an, nicht gerade mal so im Alltag und im Vorbeisausen, ach, ich ziehe mal eben eine Karte, sondern wirklich, ja, schenk dir drei Atemzüge mit deinem Lächeln, komm hier bei dir an, spür deinen Körper und dann überleg dir, was brauchst du gerade? Was ist wichtig? Brauchst du einen Impuls? Brauchst du eine Unterstützung? Oder vielleicht hast du auch direkt eine Frage zu irgendeiner Herausforderung in deinem Leben. Was kann ich da jetzt gebrauchen? Was tut mir da gut? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man kann jeden Tag eine Karte ziehen oder für die Woche oder für bestimmte Situationen. Also, ja, ich liebe auch das Gefühl des Schattenkind der Traurigkeit oder ich bin verpflichtet, wenn ich es ernst meine mit der Selbstliebe, ja, meine ja. Schattenkinder zu lieben. Ja, Genau. und ich bin verpflichtet, meine Lichtkinder zu leben. Ja, richtig schön. Und wir haben noch ein Malbild mit neu genommen, gell? Noch so ein Mandala. Und wir haben auch noch Seide mit neu genommen, wo man eben selbst auch schreiben kann, wo man auch sein eigenes Lichtkind auch malen kann. Also auch dazu ladst du ja auch ein in deinem Begleitbuch, finde ich auch ganz schön. Also das wird auch unterschätzt, finde ich, ganz oft, dass man dieses, ja, ich habe das jetzt gelesen, oh schön, nee, beantworte doch die Frage und auch mal schriftlich das zu beantworten, ja. Und dann vielleicht mal in einem Vierteljahr zu gucken, hey, was habe ich denn damals in Bezug auf vielleicht Gelassenheit, auf Bewegung, auf Selbstliebe, was habe ich da geschrieben, was habe ich da für Antworten gegeben? Und das dann auch wieder zu reflektieren, ist doch ganz, ganz wertvoll, oder? Für unser Wachstum, ne? Der Mensch ist ein fühlendes Wesen und über das Fühlen und auch unser Körper fühlen, unsere Gefühle fühlen und die Umgebung fühlen, da erfahren wir uns, da erfährt sich unsere Seele durch uns. Also wir liefern mit unserem menschlichen Fühlen die Erfahrungen für unsere Seele. Es geht einfach viel, viel tiefer. Und ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz deutlich geworden, dass Seelenlicht und Zauberfreude ja viel mehr wie ein Karteset ist. Ich glaube, es ist wirklich... Es kann transformierend sein, wenn man sich auch wirklich darauf einlässt, oder? Genau. Das auch nutzt, wie die zum Beispiel die Meditation am Morgen täglich nutzt, aber auch alle anderen Meditationen, die mit drin sind, das einfach wirklich nutzt und auch in dieses Fühle kommt und in diese Verbindung und es kommt. Gibt und auch noch was eine ganz so tolle schön Besonderheit, die habe ich nämlich hier, und zwar haben wir nämlich hier auch noch was Tolles, schöne Idee, gell? Gemeinsame Idee, ja. die wir auch sofort umgesetzt haben. Das ist nämlich das hier.
Es So ist sieht es dann ein, aus. Ui. Also die Linde ist einmal tatsächlich mein Geburtsbaum und die Linde ist einfach der Baum der Liebe. Bodo, der Herzensmacher, gleich dabei war und für uns diese Herzen gestaltet. Ja, genau. Und Das war auch er hat seine ganze Liebe damit hineinfließen lassen. absolut mit dieser Schrift noch und so. Und es fühlt sich auch so toll aus. Und es ist wirklich Naturholz, ne? Also es ist absolut. Also Genau. Und es ist auch kein abgesägtes Holz, wie er gar mir nichts. erzählt hat, sondern das Holz, was der Baum selbst hergegeben hat. Mein Wunsch mit meinem Kartenset ist, dass die Freude wieder mehr Einzug in die Herzen hält. Um die Herzen zu öffnen und um uns wahrzunehmen in dem, was wir wirklich sind. Und um auch viel mehr Wertschätzung und Frieden, Dankbarkeit in die Welt zu Das tragen. ist Mein Wunsch, dass es wunderschön. Kreise zieht, ein Lächeln durch die Menschheit zieht und wir uns genau auf dieser Ebene begegnen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke dir. Thank you.